Back from the dead. Freitag, der 16. März 2018 und willkommen zu einer neuen Folge der Fortnite Daily Items. Und wir haben neue Items drin, die Featured Items sind ja neu. Also lasst euch überraschen, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich zeige euch jetzt gleich, was drin ist. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein und fangen bei den Daily Items an. Also unten rechts, Stealth, 500 V-Bucks, der schwarze Gleiter ist wieder am Start. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und ich sehe auch hier gerade unten mit diesen roten Sachen an den Seiten, so rote Raketen. Das passt ganz gut zu dem Rucksack, den wir hatten, von dem Twitch Prime Skin, falls ihr euch den gegönnt habt. Sehr, sehr nice, passt ganz gut zusammen, muss man sagen. 500 V-Bucks gehört der euch. Ich weiß gar nicht, ob der schon mal drin war. Der kommt mir recht neu vor, aber sieht gut aus. 500 V-Bucks gehört der euch. Ja, Step It Up ist drin. Ja, der irische Tanz. Passend zum St. Patrick's Day. Morgen ist er, am 17. Da passt das Ganze. 500 V-Bucks, ihr seht keinen Preis, weil ich ihn schon habe. 500 V-Bucks kostet der, gehört der euch. Plunger. Ja, Ninjas eigene Axt sozusagen. Eigenes Harvesting-Tool, was reingekommen ist. Der Pömpel mit dem Samurai-Schwert durch. Hat auf jeden Fall was. Sieht richtig nice aus. 800 V-Bucks habt ihr die Chance, den euch nochmal zu gönnen. Vor allem jetzt, wo Ninja halt einer der ganz großen Streamer ist. Und ja, da passt das ganz gut. So, kommen wir zum nächsten. Dominator. Ja. Part of the Storm Fusion Set. Da gibt's auch einen Gleiter zu. Da gibt's auch eine männliche Version zu, glaube ich, zu diesen ganzen Skins. Ja, da gibt's auch eine Axt zu, soweit ich das weiß. Und ja, sieht ganz nice aus. 800 V-Bucks. Ist ein bisschen weiter weg von den ganzen Standard-Skins. Ist nicht so matschig grün oder so gehalten. Also geht das Ganze. 800 V-Bucks gehört die Dame hier euch. Kommen wir zum nächsten. Flippin' Sexy. Ja, 500 V-Bucks. Habe ich mir auch nicht gegönnt. Ich weiß nicht genau, ob ich es mir hole. Mal schauen. Aber 500 V-Bucks ist auf jeden Fall ein guter Preis, muss ich sagen. Ich zeig's nochmal. Da habe ich übrigens einen ziemlich geilen Videoclip zugesehen, dass man sich in der Badewanne so verstecken kann. Wenn jemand die Tür reinkommt. Zack, da liegt es in der Badewanne drin. Sehr, sehr nice. So, kommen wir zum letzten Daily Item. Circuit Breaker. Den hatten wir auch schon ein paar Mal drin. Mit seiner geilen Brille da oben. Sieht schon richtig nice aus. Wie gesagt, der Charakter an sich ist nicht so mein Fall. Die Brille sieht nice aus. Wie gesagt, Epic, lasst uns doch bitte die Kopfbedeckung mitnehmen oder die Brillen oder so. Das wäre richtig nice. Und ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Schwarz-rot gehalten das Ganze. Ja, aber kommen wir doch zum Highlight von heute. Also, kommen wir zu den beiden Feature Items. Ihr seht schon, Sergeant Green Clover, so heißt sie, ist am Start. Und Part of the Green Clover Set. Das heißt, alle irischen Sachen. Und da haben wir auch eine Axt gleich zu. 800 V-Bucks. Ein guter Preis, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, ich wusste ja schon, dass es kommt, aber ich dachte eigentlich, dass es ja ein höherwertiges Item wird. Für 1200, so wie bei den letzten Skins, wie wir die hatten bei den farbigen Skins. Ihr habt es gesehen, wo ich mir die weibliche Version von gekauft habe. Und von den ganzen Flashy-Skins. Aber das geht schon klar, 800 V-Bucks, muss ich sagen. Passen, um ja so ein bisschen die Zugehörigkeit zu Irland. Und ah, das sehe ich ja jetzt erst. Richtig geil. Die Kleeblätter hier in Gold gehalten. Hammer. Richtig nice, das passt ganz gut. Also, wer sich den Dance gegönnt hat, so wie ich, da passt das eigentlich ganz gut. Und hier auch nochmal Kleeblätter hinten dran. Also, wenn man da nicht Glück hat und die ein oder andere Runde gewinnen sollte, hier auch nochmal Kleeblätter drin. Also, dann weiß ich auch nicht. Hier oben nochmal ein Kleber dran. Also, hat man sich schon Mühe gegeben bei Epic. Sieht geil aus. Ich glaube mal, die werde ich mir gönnen. Natürlich passend zum irischen Feiertag, zum St. Patrick's Day. Sergeant Green Clover. 800 V-Bucks. Ja. Und Pot of Gold ist ja mal das Geilste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und ich finde auch geil, dass die jetzt so eine Animation reingebracht haben. Das heißt also, ihr kennt das vielleicht von dem Lama Einhorn Harvesting Tool, was Mia besitzt. Wenn man damit rumläuft, dann glittert das auch so ein bisschen. Und hier glittert das auch. Schaut euch das an. Das heißt also, wenn ihr hier rumläuft, gibt es diesen Glitter-Effekt, was richtig nice ist. Passt natürlich super zum Skin und auch super zum Dance. Und wenn man damit schlägt, gibt es so einen Regenbogeneffekt. Und am Ende mit einem Pot Gold, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Gibt es wirklich einen Pot Gold am Ende? Weiß ich nicht genau. Aber 1200 V-Bucks gehört Pot of Gold euch. Und ich denke, ja, ihr wisst, ihr kennt es schon, ne? Also, ich habe mir den Skin gegönnt. Also, gönne ich mir dazu natürlich auch das Harvesting Tool zusammen mit dem Tanz. Sieht richtig nice aus. Und ich glaube, ja, machen wir das doch einmal ganz schnell so. Und zeige ich euch doch mal. Ach, haben wir schon ausgewählt. Perfekt. Super, dann kann ich euch das nochmal zeigen hier. Nehmen wir doch mal hier direkt als zu Beginn den irischen Tanz. Dann kann ich es nochmal zeigen hier. Damit ihr komplett irisch gehalten seid. Der irische Skin. Richtig nice. Also, Pot of Gold als Featured Item drin. Für 1200 V-Bucks. Und die Dame hier, Sergeant Green Clover, für 800 V-Bucks. Zusammen 2000 V-Bucks. Habt ihr einen komplett vollständigen irischen Skin. Und
Ja, passend dazu, Step It Up. 500 V-Bucks, also gibt er 2500 V-Bucks aus. Und ihr seid komplett irisch. Wenn ihr das genauso haben wollt wie ich, dann schlag zu. Also lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr zugeschlagen habt, ob ihr genauso in irischer Festtagsstimmung seid wie ich und ob ihr euch was gegönnt habt von den Featured Items. Wie gesagt, 2 Tage sind die ganzen Sachen drin und am Sonntag sehen wir dann neue Sachen. Ich bin gespannt und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, lasst ein Dislike da und bitte euer Feedback unten in die Kommentare. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, was ihr euch gegönnt habt und ob ihr genauso rumlaufen möchtet wie ich oder zumindest eine der Sachen gekauft habt, weil ja, Pot O' Gold ist schon das Highlight des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig geil. Na gut, alles klar, Leute. Dann gibt es morgen wieder eine neue Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, lasst ein Dislike da. Und wir sehen uns morgen zur neuen Folge. Bis dann. Ciao, ciao.